Schönen guten Tag, hier ist Sieghard. Sieghard? So, also die Reise, die kriegen Sie dann zugestellt in die neue Handschrift nach Hamburg-Lübeck. Richtig. Und Sie sind ja auch für die 1 Million Euro 25 Jahre Rentenverlosung registriert, Herr Sieghard. Das hatte mir meine Frau gar nicht erzählt. Meine Frau sagte nur, wir hätten eine Reise gewonnen. Ja. Nein. Das war deswegen, sagte ich ja, weil wir haben mehres für Sie. Die zweite Überraschung, ich habe 3 Stück für Sie. Die zweite ist, Sie sind registriert auch für die 1 Million Euro 25 Jahre Rentenverlosung, Herr Sieghard. Wie kommen wir denn zu dieser Ehre? Auch hier ist diesmal Kundin, sehe ich gerade hier einen Eintrag, die noch nie gewonnen haben, wie Sie, richtig? So. Und Sie sind jetzt registriert für die kostenlose einmalige Ziehung für die 1 Million Euro 25 Jahre Rentenverlosung. Ende Februar, wenn die Nummer gezogen oder Ihr Name gezogen wird, werden Sie benachrichtigt. Das heißt, Sie kriegen dann über 3.000 Euro Rente aufs Konto, steuerfrei eingezahlt für 25 Jahre monatlich, Herr Sieghard. Auf wann denn? Ist doch was. Sobald Sie gezogen sind, würde das ab März starten dann. Im Februar wird sie gezogen. Ach, das ist jetzt noch gar nicht sicher. Ich habe mich ja gerade schon gefreut. Sie haben sich gefreut, verstehe. Nein. Das wird gezogen. Die Reise haben Sie schon sicher und die Verlosung wird noch stattfinden. Und ich möchte Sie, oder die Firma Bösche, möchte Sie noch bei der doppelten Chance der Nichtgewinner ab April mit auf die Gewinnerseite ziehen, Herr Sieghard. Die Nichtgewinner? Was habe ich denn nicht gewonnen? Richtig. Es geht darum, wir möchten Sie nämlich, das über die Überraschung, die übertrifft alles. Und zwar... Die Bereitschaft? Werden nämlich bei der, die doppelte Chance der Nichtgewinner ab 1. April bei der 148. einzigartigen Sonderausschüttung, der NKL. Ich war bei 184. Panzerdivision, das ist ja ein interessanter Zufall. Ah, schön. Und zwar möchte ich Sie nämlich mit auf die Gewinnerseite ziehen bei der Norddeutschen Klassenlotterie. Über 1,6 Milliarden Euro werden verlost. Milliarden, haben Sie gerade Milliarden gesagt? Milliarden, richtig. Wo kommt diese Unmenge Finanzen denn her? Das ist eine einzigartige Ausspielung, das sind Gewinnüberschüsse der letzten 10 Jahre. Und wir möchten Sie hier mit auf die Gewinnerseite ziehen. Von April bis September geht die Ziehung. Das ist ja ein legendärer Geldpreis. Warum hat meine Frau mir das nicht gesagt? Ja, es werden keine 18, 20 Millionen Lose, sondern nur 3 Millionen Lose spielen. Herr Sieghard? Eben sagten Sie, es handelt sich bei ihm über 1 Milliarde. Jetzt sind wir bei 1 Million gelandet. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Sie haben mich nicht verstanden. Ich erkläre es nochmal. Ja. Es werden über 1,6 Milliarden Euro ausgespielt von April bis September. Das ist fantastisch. Es spielen keine 18, 20 Millionen Lose, sondern nur 3 Millionen Lose spielen mit bei 1,6 Milliarden Euro. Ja. Ja, so. Sie haben 160 Euro ein Kleinstgewinn aufs Los während der Spielzeit. Ja. Sie sind täglich bei der Millionenverlosung mit dabei. An Wochen im Wechsel mit 100 mal 10.000 Euro. Jeden Tag im Wechsel. Aber was war das? 100 mal 10.000 Euro? Richtig, genau. Im Wechsel mit 1 Million Euro. Jeden Tag Wechselziehung. Das ist ja legendär. An Wochenenden werden 780.000 Sachpreise verlost. Luxuskarawanen, Traumhäuser, Wohnmobile, Sportwagen und vieles, vieles mehr. Wer verschenkt das denn alles? Also, Sie können mir jetzt bei Geld gewinnen, kann ich mir ja noch vorstellen, dass die nicht abgeholt worden sind, aber diese ganzen Wagen und dergleichen. Es wird ja nicht verschenkt, sondern das ist ja mit Losen für die Norddeutsche Klassenlotterie. Ich erkläre es Ihnen. Das ist Beuteware. Letztes Jahr 59 Mal von Kunden eingeladen worden, die hatten zwischen 5.000 und 395.000 Euro gewonnen, Herr Sieghard. Das ist ja phänomenal. Ich war auch viermal in Husum, deswegen war ich eben so erstaunt, dass ich Ihnen so sage. Wo denn? Und wo sind Sie da denn gewesen im schönen Husum? Wo genau kann ich nicht sagen. Ich weiß nur den Ort, dass ich in Husum war, auf jeden Fall, weil ich bin 59 Mal eingeladen worden, viermal auf jeden Fall in Husum. Wohin denn eingeladen worden? Von Kunden eingeladen worden, die hatten gewonnen. Ach, ein Geschäftsessen. Es ist manchmal ziemlich schwierig, Ihnen zu folgen. Tut mir leid, ich bin in Husum, wie gesagt, eingeladen worden von Kunden, die gewonnen hatten. In Husum und gibt es einen legendären Imbiss, der hat bombengleiches Essen. Es gibt viele schöne Restaurants in Husum. Ja, aber ich spreche von dem einzigen. Und ich habe hier von vier,
einzigartigen Sachen. Dann können Sie mich ja da hoffentlich einladen. Ich habe hier von 4 bis 8 ein Sechzehntel Lose für Sie das 5 ein Sechzehntel Los reserviert, Herr Sichert. 5 ein Sechzehntel. Ich habe neulich einen Artikel gesehen, dass zur Erhalt der arbeitenden Bevölkerung jede Familie 3,4 Kinder bräuchte. Das ist ungefähr genauso sinnvoll wie diese vierte Lose. Sie können auch Viertel- oder Achtellose haben. Was soll ich denn mit einem Viertel- oder Achtel los? Entweder habe ich ein Los oder ich habe keines. Ja. Also sind Sie dann lieber für halbe oder ganze Lose, ja? Ich gehe immer aufs Ganze. Das entspricht meiner Natur. Ah. Ist doch in Ordnung. Finde ich gut, wenn Sie immer aufs Ganze gehen. Selbstverständlich. Ich habe hier leider jetzt kein Ganz, aber ich habe... Nee, ich finde das gut. Und zwar würde ich sagen, dass wir dann für Sie nicht das Ganze, was hat. Das geht gar nicht. Ein halbes Los für 94 Euro im Monat. Ich dachte, ich habe etwas gewonnen. Ich dachte, wir haben etwas gewonnen. Jetzt wollen Sie mir Lose verkaufen. Herr Sichert, Sie sind mir, glaube ich, nicht gefolgt. Ich sagte, bei der 1,6 Milliarden Euro Verlosung. Über 1,6 Milliarden. Wo jeden Tag 1 Million verlost wird, im Wechsel mit 100 mal 10.000 Euro an Wochenenden, Traumhäuser, Wohnmobile, Sportwagen verlost werden, da kosten die Lose ja Geld. Wie viele Leute machen da denn mit? Ich spiele nur 3 Millionen Lose mit. Und wie viele Personen stehen da dahinter? Normalerweise spielen 3 Millionen. Na, wenn es 3 Millionen Lose gibt und Sie Viertel- und Achtellose verkaufen, dann können das ja zig Millionen Teilnehmer sein. Ja, aber Sie müssen bedenken, die Gewinnchancen sind hier bei über 98%. Sieger. Wie wird das denn errechnet? Deswegen sage ich ja. Ich bin ja Artillerist, mir ist die Mathematik sehr wichtig. Ist sehr schön, dass Sie Artillerist sind. Deswegen hatte ich ja für Sie zum Beispiel hier die 16. Lose, die mehr Sinn machen, meiner Meinung nach, weil da haben Sie 8/16 Lose für 94 Euro im Monat und Sie dürfen selber zwischen 0 und 99 8 Endziffern für Ihre Lose bestimmen. Sie haben pro Los 160 Euro ein kleines Gewinn aufs Los während Ihrer Spielzeit, Herr Sichert. Das sind ja wieder sehr gute Nachrichten heute. Erst erfährt man heute Morgen in der Funkfernsprechanlage wieder von der russischen Bedrohung und jetzt gibt es eine Möglichkeit, nochmal ein wenig Geld abzustauben, bevor das ganze Theater losgeht. Das ist doch ein guter Plan. Was geht nur? Was war mit den Russen? Die sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Ist mir heute Morgen auf Nachfrage berichtet worden. Auf Nachfrage, das müssen Sie sich vorstellen. Erst bauen Sie eine Gasleitung und dann setzen Sie eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Der Russe steht 12 Kilometer vom Stadtkern und ich war das sozusagen auf Nachfrage. Das müssen Sie sich vorstellen. Und das in dieser Situation, wo die Reichshauptstadt kurz vor dem Fall steht. Unsagbar. Das ist unsagbar. Wirklich unfassbar. Haben Sie denn gedient, mein Freund? Also bin ich schon genug vor dir haben. Ich habe gedient in Köln. Was haben Sie denn getan? Ich war beim Bund. Das habe ich wohl verstanden. Name, Dienstgrad, Waffengattung. Ganz normaler Soldat. Ja. Ich war ein ganz normaler Soldat. In welcher Abteilung? Nicht falsch verstehen, Herr Sickert. Wir dürfen leider nicht über die privaten Dinge am Telefon hier reden. Das ist ja. Regeln. Sie wissen ja, wir sind ja auch alle eine große Familie. Nein. Ich kenne, ja, eben. Wir sind eine große Familie, wir sind Deutsche und ich freue mich, wenn Sie gewinnen, wenn Sie mich dann einladen nach Husum und wir uns wirklich mal dann über die alten Zeiten unterhalten können, weil wir sind gleicher Jahrgang, 60er Jahrgang, der beste Jahrgang überhaupt. In der Tat. Muss ich sagen. Was, wenn das jetzt auch nicht wieder zu privat ist? Eine Einladung vorausgesetzt, welchen Apparativ bevorzugen Sie? Das überlasse ich Ihnen, das gebe ich Ihnen in die Hand. Trinken Sie gerne Krabbensaft als Norddeutscher? Ich lasse mich immer gerne überraschen. Aber natürlich, aber sicher. Das macht Sie natürlich außerordentlich sympathisch. Ich freue mich schon, wenn wir uns mal kennenlernen. Das wird sicherlich eine interessante Runde. Das würde natürlich voraussetzen, dass die momentan anhaltende gesundheitsgefährdende Lage nicht mehr präsent ist. Das ist richtig. Ich bin ja durch einen Fehler in der Gasanlage sehr gesundheitlich geschädigt. Wären Sie bereit, eine Gasmaske zu tragen, damit auch keinerlei Gefahr ausgeht? Das ist gut. Aber sicher doch. Wir haben Erfahrung mit Gasmasken. Kein Problem. Das ist gut. Schauen wir uns nicht vor, oder? Natürlich nicht.
Siegert. Ist das bei Ihnen, bei uns ist das damals so gewesen. Es musste ja getestet werden, ob die einzustellenden Rekruten den Anforderungen auch gerecht werden. Die haben eine Gasmaske aufgekriegt, wurden in einen Bunker gesteckt und dann wurde eine Tränengasgranate hineingeworfen. Ja. Und wer seine Arbeit ordentlich gemacht hatte, der hatte seinen Spaß und alle anderen haben am eigenen Leib erlebt, dass das auch Grünschuss oder Rotschuss oder ein Kreuzschießen gewesen sein könnte. Die Maskenbrecher, die Granaten der Franzosen, ich sage Ihnen, Ypern und Verdun, das waren schreckliche Szenarien. Da musste man durch. In der Tat. Zwangsweise, es blieb einem nichts übrig. Nennen Sie mir bitte mal 8 Endziffern für Ihre Lose zwischen 0 und 99. 8 Zahlen. 8 Endziffern. 20. Ja. 4. Ja. 19. 33. Ja. 45. Ja. 88. Jawohl. Und die 12. Noch eine. Waren das nicht schon 7? Können Sie noch mal vorlesen? 20, 4, 19, 33, 45, 88, die 12. Noch eine. Dann noch 98. 98, okay. Haben Sie auch mit dem Karabiner 98, haben Sie mit dem Karabiner 98 geschossen, Kamerad? Woher wissen Sie das alles, sagen Sie mal? Was soll ich das wissen, wenn wir beide dem Militär entstammen? Ja. Mit welcher Bank darf ich Sie eintragen? Sparkasse, Commerzbank, Volksbank? Volksbank, natürlich. Die IBAN-Nummer lautet bitte? Ja, ich höre zu. Ich schreibe auf. Sie, ich brauche Ihre IBAN-Nummer. Sie müssen die IBAN-Nummer nennen. Nee, ich muss Ihnen das doch anweisen. Ich brauche Ihre. Nein, nein, das wird ja vom Konto abgebucht und die Gewinne werden aufs Konto eingezahlt, Herr Siegert. Ja, richtig. Ich bin alles schriftlich zugestellt. Aber ich muss Ihnen das doch überweisen. Nach der 14-tägigen Widerruf. Nein, das wird abgebucht vom Konto. Warum? Denn die Gewinne werden ja automatisch aufs Konto eingezahlt. Na, ich würde das lieber überweisen. Die werden. Geht leider nicht, weil das ist eine Premium-Ziehung. Deswegen müssen wir die Pflichtfelder ausfüllen, Herr Siegert. Das ist eine Premium-Auslosung. Wir haben Pflichtfelder. Ja. Losung, richtig. Was ist ein Pflichtfeld? Genau, die ich ausfüllen muss. Ganz genau. Ein Pflichtfeld ist, um in mein Computersystem, leider in der Technologie, wenn ich ein Feld nicht ausfülle, komme ich nicht weiter ins nächste System, dass ich das anweisen kann. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Ja, ja, was sollen wir machen? Die schreckliche ich auch Technologie. Nur meine Arbeit hier an meinem Computer. Ja, richtig, das können Sie laut sagen. Deswegen sagte ich ja, in unserer Jugend gab es noch keine Handys damals. Gab es Funkgeräte, aber keine richtig. Handys. Keine, muss man auch, ja, gab es auch Telex. Ich bin der Meinung, das hat damals alles besser funktioniert. Werden Sie denn, dass da auch Sie solche Probleme mit der heutigen Technik haben? Bei uns ist in einer kaufmännischer Position eine Stelle frei geworden. Werden Sie daran interessiert? Warum nicht? Trial. Haben Sie kaufmännische Ausbildung? Ich bin, natürlich. Wären Sie denn bereit, Ihr Lebensmittelpunkt nach Husum zu verlegen? Nun, auf jeden Fall. Husum ist sehr schön, natürlich. Lassen Sie uns das alles dann besprechen, wenn ich Sie besuchen komme, Herr Siegert. Ja, wann wollen wir uns denn treffen? Also ich hätte heute noch um 18.30 Uhr ein Terminfenster frei. Heute habe ich leider nicht. Aber ich würde sagen, gegen Ende des Monats, da ich mich dann bei Ihnen melde. Na, ich würde sagen, das wäre immer gut, das Personal ist ja rar. Ich würde meinen Sekretär mit einem Eilbrief zu Ihnen schicken. Wo kann ich Sie denn erreichen? Ja, Sie haben ja volle Deckung. Ne, wir schießen uns ein, die Russen stehen 12 Kilometer vom Stadtkern. Also ist es denn, was ist das denn? Artilleriefeuer, Pack. Das ist unsere Panzerabwehrkanone. Nennen Sie mir mal Ihre IBAN-Nummer bitte, Herr Siegert. Ja, ich muss nur kurz einmal hier auch schauen, dass hier kein Granattrichter ist, der mir zum Verhängnis werden könnte. Ich muss meine Schritte sehr weise wählen. Nennen Sie mir bitte. Schauen Sie mal nach der IBAN-Nummer bitte. Ja, ich arbeite daran. Immer mit der Ruhe, Kamerad. Rom wurde auch nicht an einem Tag niedergebrannt.
Nein, das stimmt so nicht. Das ist richtig. Hören Sie zu. DE. Ich höre. DE. 7350. Jawohl. 01. Ja. 05. 17. 17. Volle Deckung. 164. Jawohl. Das, ist das Volksbank oder Commerzbank? Commerzbank. Commerzbank, genau, Commerzbank. Ich mache jetzt eine Auffassung, eine Aufzeichnung von der Bestellung, dass alles richtig ist. Wenn Fehler sind, korrigieren Sie mich, da brauchen wir nochmal die IBAN, ja? Eine Sekunde bitte. Ja. Dann startet jetzt die elektronische Bandaufzeichnung, wie gerade besprochen, Herr Siekert. Mit der Aufzeichnung sind Sie einverstanden, ja? Einverstanden. Die Lose- und Spielunterlagen der 148. NKL-Bösche sende ich an Sie, den Herrn Heinrich Sieghardt, Strandweg 16 in 25813 Husum. Sie sind am 8. Mai 1963 geboren. Ihre E-Mail-Adresse lautet sieghardt@husum.de, richtig? Der Angriff Steiners war ein Befehl! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Das ist unerhört, das ist unglaublich, das ist der schlimmste Verrat von allen. Und dann allen ausgerechnet Steiner. Das ist unverantwortlich von ihm. Was hat er sich dabei nur gedacht? Der treueste der Treuen. Ist das richtig? Wie konnte er mir das antun? Guderian, schicken Sie mir alle Ihre Truppen. Berlin steht kurz vor dem Fall, Guderian. Ich brauche alle Ihre Reserven sofort bei mir in Führerhauptquartier. Guderian, sind Sie noch am Telefon? Ich brauche sofort Ihre Truppen hier. Bewegen Sie sich sofort an die Front. Ich erwarte Ihre Anwesenheit bis 1800. Herr Siegert, ist das richtig gewesen? Sie sind am 8. Wie können Sie es wagen, meinen Befehlen zu widersprechen? Herr Siegert. Schon wieder Störgeräusche in der Leitung. Das sind die Russen. Beeilen Sie sich, Guderian. Es ist nicht mehr viel Zeit. Ja. Sonst ist alles verloren, wofür wir 12 Jahre gekämpft haben. Herr Siegert, war das richtig, was ich bisher gesagt habe? Nein. Siegert. Die Adresse Strandweg 16 in 25813 Husum? Nein, nein, natürlich nicht. Wann kommen Sie denn endlich? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Herr Siegert, können wir bitte erst die Bestellung zu Ende machen? Sind Sie so freundlich? Ich versuche gerade, die Führung der Reichshauptstadt aufrechtzuerhalten. Wie können Sie da andere Prioritäten setzen? Herr Siegert, ich habe jetzt leider die Aufzeichnung unterbrechen müssen, weil die Zeit ist übersprengt worden. Tut mir leid, wir können es gerne, ich kann Sie nach der Aufzeichnung gerne nochmal in Ruhe anrufen, dann reden wir in Ruhe über die Bestellung, alles andere, ja? Darf ich die Aufzeichnung starten, Herr Siegert? Wollen Sie wirklich aufzeichnen, wie die Russen gleich hier reinkommen, weil Sie mir den kameradschaftlichen Dienst der Hilfe untersagen? Sie haben gesagt, es gibt Milliarden, die müssen sofort hierher kommen. Wir müssen den Russen in einer riesigen Zangenbewegung umschließen, um ihn vor der Eroberung der Reichszuckerhauptstadt fernzuhalten. Wir haben keine Lebkuchenmänner mehr, wenn das so weitergeht. Jetzt gut, Herr Siegert, bitte, dürfen wir die Bestellung aufnehmen jetzt und danach reden wir weiter über den Krieg, ja? Ist das in Ordnung? Ich brauche es sofort und in dieser Reihenfolge. Also, Artillerie, Siegert, Panzer, Fallschirmjäger, Pioniere. Die Panzer kommen auch, die Fallschirm, alle kommen sie, alle. Wie viele Männer können Sie noch mobilisieren? Wie viele Männer? So viel, wie Sie kriegen können, nennen Sie mir eine Zahl. Ich habe gerade 400.000 in der Hand. Ist das in Ordnung? 400.000? 400.000 Leute. Werfen Sie die Männer sofort ins Feld. Wie lange brauchen Ihre Männer bis Berlin? Wie lange brauchen Ihre Soldaten? Innerhalb dreiviertel Stunde sind die da. Das ist ein großartiger Erfolg. Das ist der, okay. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Wir müssen nur noch zupacken. Es hat alles. Wir müssen als allererstes die Ölgebiete wieder erobern, weil ohne die Ölgebiete im Osten ist jede weitgreifende Operation unmöglich.
Verteilen Sie Ihre Truppen. Verteilen Sie Ihre Truppenweise. Ich versende sofort die Truppen. Schicken Sie auch die restlichen Franzosen, die uns noch loyal gegenüber sind. Es mögen nicht viele sein, aber die Legion könnte den Unterschied in diesem Krieg machen. Es darf 1918 darf sich nicht wiederholen. Alles erledigt jetzt. Herr Siegert, jetzt kommen wir bitte noch zu der anderen Sache. Einverstanden? Da, Sie sind meine Rettung. Ich ernenne Sie zum Kommandant der Verteidigung des Regierungsviertels. Dankeschön. Ihnen werden in kürzester Zeit tausende moderne Strahljäger zur Verfügung stellen. Ich ernenne Sie zum Feldmarschall. Okay. Dankeschön. Und Sie, Ihr erster Auftrag nach der Rettung der Reichshauptstadt ist, Sie nehmen Göring fest und Guderian, die sind Verräter. Sie werden sie Ihrem gerechten Schicksal zuführen. Und das Allerwichtigste ist, bringen Sie mir Fegelein. Haben Sie Fegelein gesehen? Kamerad, ich fürchte, die Leitung ist schon wieder unterbrochen. Herr Siegert, ich höre Sie. Wo ist Fegelein? Sie mir bitte jetzt folgen. Wo ist Fegelein? Bringen Sie mir Fegelein. Fegelein. Bringen Sie mir Fegelein. Ich brauche Fegelein. Er muss mir einen Tee kochen. Das ist nicht gut für meine Nerven. Also ich halte das nicht länger aus. Immer dieser Bunker, diese moderige Luft, es ist nicht auszuhalten. Sind Sie noch bei mir? Hallo? 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 Hier ist General Wladyslaw Khrushchev. Wir fordern Ihre Kapitulation binnen 7 Stunden. Oder wir werden das Stadtzentrum mit allen zur Verfügung stehenden Truppen stürmen. Ich muss auflegen. Darf ich das als Ihre Kapitulation verstehen? Gerade, dass Sie die Chance nicht wahrnehmen möchten zu gewinnen, Herr Sieger. Möchten Sie kapitulieren? Ich habe hier für Sie die russische Armee garantiert für Ihre Sicherheit. Kamerad Stalin wird Sie gut behandeln.